Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Thunder Talk. Heute mit mir, Julian. Und Stefan. Wir möchten euch heute eine Slim vorstellen, die wir umgebaut haben. Und zwar, wie ihr wisst, die Slim wird ja leider nicht mehr hergestellt von Harley-Davidson. Der Kunde hat uns daher seine eigene Slim schon vorbeigebracht, die er sich gekauft hat. Zum Glück hat er eine. Genau. War auch nicht mehr ganz serienmäßig. Also er hatte schon den Lenker umgebaut, die Jekyll and Hyde hatte er schon verbaut und das seitliche Kennzeichen. Hat dann allerdings unsere letzten Slim-Umbauten im Netz gesehen und ja, ist davon nicht mehr losgekommen. Hat angerufen und hat dann seine Slim zum Umbau vorbeigebracht. Ja, wir haben dann nochmal Hand angelegt. Ich denke mal, das Auffälligste bei diesem Umbau ist der mitschwingende Heckfender. Felge haben wir umgespeicht auf einen 5,5 Zoll mit 180er Reifen. Weißwand auch. Weißwandreifen finde ich immer super bei so einem klassischen Bike, bei so einem Oldschool-Bike. Gerade die Slim bietet sich da immer an. Ja, mitschwingender Heckfender, super knapp, sieht cool aus. Auch schön mit dem Rücklicht eingearbeitet und rechts und links dann die kleinen Atto-Blinker von Kellermann. Genau, macht halt wirklich einen schönen clean Look. Ja. Und halt auch schön tiefer gelegt, sodass der Abstand zwischen Fender und Sattel dann halt auch schön knapp ist. Ja, ja, Sattel ist natürlich direkt das nächste gute Stichwort. Einmal eine komplette Lederausstattung von Spirit Leather. Jimmy hat hier mal wieder sich selbst übertroffen. Griffe, Sattel, Tankbib und Seitentasche, alles aus einer Hand. Sieht einfach nur Bombe und auch aus. Super individuell. Also der Kunde konnte sich da halt so ein bisschen dann mit beteiligen und die Plaketten jetzt hier im Sattel oder auch in der Tasche sind halt wirklich von der Idee des Kunden dann auch entstanden. Ja, so dass es was Eigenes wird, individuell. Genau. Ja. Das ist ja immer das Thema, wenn man Umbau bei uns sieht. Super, kommt auf uns zu, sagt, so will ich das auch haben, aber wir wollen natürlich am Ende euer Bike bauen. Das soll auch was Eigenes werden. Ja, genau, einfach individuell. Ja, Motor haben wir auch noch mal ein bisschen angepackt. Wir haben die diversen Teile, die halt normalerweise alupoliert sind, auch noch mal schön in Schwarz gepulvert. Und an der Jekyll and Hyde haben wir dann noch die kurze Krümmeranlage von Jekyll and Hyde verbaut, dass ja, die Optik halt noch besser wird, man noch ein bisschen mehr vom Hinterrad sieht. Genau, den Heckumbau noch ein bisschen betonen. Ja. Ja. Ja, mit dem hohen Lenker, der hier mal verbaut ist, meistens oder oft haben wir ja bei den Slims oder bei diesen Bobber-Umbauten gerne einen Hollywood-Lenker oder irgendwas Flaches, Breites verbaut. Finde ich hier richtig schön mal eine andere Linie. Ja. Ne, gerade noch mit dem flach abfallenden Heck. Sieht auch richtig cool aus, fährt super bequem. Ja. Eben, also Sitzposition ist super bequem mit den originalen Trittbrettern. Die Old-Style-Wiser passen da genauso gut dazu. Ja, natürlich Lenker flach draufsetzen, ne? Eben. Der ist hoch genug. Was jetzt hier auch noch besonders ist, wir haben hier eine hydraulische Kupplung nachgerüstet. In Verbindung dann mit unseren Klemmen für die Leitung hat man halt hier wirklich auch nochmal eine schöne, saubere Optik dann von den Zügen. Einfach schön sauber verlegt. Ja, ist mit dem Kupplungszug so halt nicht machbar. Genau. Den kannst du nicht um die Ecke legen. Kannst du schon, aber dann kuppelst du nicht mehr. Ja. Ja, vorne dann auch ein bisschen tiefer gelegt. Da haben wir die Originalfelge weiter benutzt, ganz normal, nur mit dem Weißwandreifen aufgezogen, vorne hinten Metzlerbereifung, kurzen Frontfender von uns drauf gemacht. Genau, ne, rundet das Ganze nochmal ab, Gabel schwarz gepulvert, damit das wirklich alles dann schön Ton in Ton ist mit dem Motor. So. Ja, die Slim hat ja original schon vorne den 130er Reifen, sprich diese bisschen bullige Bobber-Optik. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, welche Basis nehme ich? Wenn ich so einen Umbau haben möchte, wenn mir der Stil vom Bike gefällt, hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Slim gibt es jetzt neu halt nicht mehr. Man kann aber auch zurückgreifen auf zum Beispiel eine Softail Standard oder eine Street Bob. Wir haben gerade erst vorgestellt die Cruisin' Joe. Könnt ihr euch mal angucken im Netz. Ähnlicher Stil mit einem ganz anderen Motorrad als Basis. Ja. Ich glaube, du hattest neulich auch schon genau, ein ähnliches Projekt gemacht. Genau, ich hatte einen Kunden mit einer Heritage. Also Heritage bietet sich halt auch perfekt für einen Umbau, weil die Gabel halt sehr ähnlich ist jetzt so Slim. Ja. Und genau, also da haben wir die Witch zum Beispiel auch umgebaut oder die Mallet and Iron. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal ansehen. Ja.
Lacktechnisch hier hat sich der Ingo Kruse auch nochmal ausgetobt, sage ich mal. Einen rausgehauen, ne? Ja, also ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also diese Oldschool-Optik kommt sehr, sehr gut rüber. Ich glaube, das kriegt man mit der Kamera gar nicht so gut eingefangen, wie es live wirklich wirkt. Richtig abgewetzt und... Genau, also das ist schon sehr cool gemacht. Auch hier wieder mit dem Detail vom Lampenring, dass der einfach mitlackiert wird. Ist halt optisch halt nochmal ganz schön, dass er sich so ein bisschen dann absetzt. Genau. Ja, super schönes Bike geworden. Genau, der Kunde freut sich auch schon. Wie gesagt, wenn ihr euer Bike umbauen lassen wollt oder eins kaufen wollt, meldet euch gerne bei uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sehen uns beim nächsten Mal. Wünsche dem Kunden viel Spaß. Ja. Bis demnächst. Tschüss.